Herzlich willkommen bei Stadtland Kunst. Ein indisches Sprichwort sagt, dein Lächeln kehrt zu dir zurück. Einen ähnlichen Effekt haben flüchtige Kunstwerke wie dieses. Ein Kolam, eine Opfergabe an die 330 Millionen hinduistischen Götter. Und, wie Sie sehen werden, auch ein Geschenk der Frauen an sich selbst. Haben Sie sich schon mal gefragt, in welchem Wald Bambi lebt? Die Argentinier meinen es zu wissen, in diesem märchenhaften Wald in Patagonien. In Geschmackssache brutzeln Zwiebeln und Paprika in der Pfanne. In Tel Aviv lernen wir Chaime zuzubereiten. Dieses Fischgericht mit Paprikageschmack schmeckt klein wie groß. Um Zwiebeln geht's auch im heutigen Rätsel. Warum wurden die Bretonen, die in Großbritannien Zwiebeln verkauft haben, Johnnies genannt? Zu Beginn des 19. Jahrhunderts befindet sich Großbritannien im Wirtschaftsaufschwung. Manche Bretonen überqueren den Ärmelkanal, um ihre Roscoff-Zwiebeln zu verkaufen, in der Hoffnung auf ein lukratives Geschäft. Doch warum nennen die Briten sie Johnnies? Nicht weinen, ich verrate Ihnen die Antwort am Ende der Sendung. Als erstes sind wir in der Dauphiné im Südosten Frankreichs mit dem holländischen Maler Jonkind verabredet. Sie werden sehen, wie gut ihm die Dauphiné getan hat. Ich spiele mit hellen und dunklen Flecken. Heute ist viel Bewegung drin, weil die Wolken ziehen und Schatten werfen. Jonkind ist für mich ein Meister, mein Meister. Er reduziert. Ein Baum ist manchmal nur noch ein flatternder, breiter Strich. Hätte sich ohne Jonkind der Impressionismus entwickelt? Monet sagte so etwas wie, er sei sein Meister geworden. Monet wäre ohne Jonkind nicht Monet gewesen, da bin ich mir sicher. Claude Monet schreibt sogar, er habe seinen Blick erst richtig geschult. Dabei revolutioniert der Maler Johann Barthold Jonkind, geboren 1819 im Königreich der Niederlande, die Malerei ganz dezent. Er ebnet der impressionistischen Bewegung den Weg ohne jedes Aufsehen. Der Künstler, der aus der Schule der holländischen Landschaftsmaler stammt, begründet diesen großen Schritt in der Malerei in einem Landstrich, der so bescheiden ist wie er selbst. Die Dauphiné schmiegt sich sanft an die Alpen. Diese ländliche Region, ihre friedliche Landschaft und die Gelassenheit der Menschen wirken beruhigend auf seine gequälte Seele und auf seinen Pinselstrich. Jonkind verbringt hier seinen Lebensabend und sprengt nach und nach die Grenzen der Bewegung und der Stilisierung. Dass Jonkind die Dauphiné entdeckt, hat er Josephine Fesser zu verdanken, einer Landsfrau mit einer Leidenschaft für die Malerei. Sie ist für ihn Freundin und Förderin zugleich. Sie verfrachtet den 54-Jährigen für einige Wochen ins friedliche Bourbretal, weit weg von Paris, wo der Maler Mühe hat, dem Alkohol zu widerstehen. Die beiden besuchen auch Josephines Sohn, der als Koch im Château de Pupitière arbeitet. Der talentierte Architekt Eugène Viollet-le-Duc hatte dieses Haus aus dem Mittelalter 10 Jahre zuvor in ein prachtvolles neogotisches Schloss verwandelt. Das Schloss heißt bei uns Dornröschenschloss. Man meint, aus jeder Tür wird gleich eine Fee herauskommen. Erstaunlicherweise ist es nicht besonders groß. Die glasierten Dachziegel sind ungeheuer kunstvoll, die Türmchen hinreißend. Jonkind wurde damals regelrecht ausgebeutet. Ein Kunsthändler namens Pierre Firmin Martin hatte seinen schwierigen Charakter erkannt und kaufte ihm seine Werke ab, nur damit Jonkind das Geld vertrinken konnte. Es war eine schwere Zeit für ihn, aber kaum war er hier, wurde sein Leben bürgerlich. Er wurde umsorgt, an die Hand genommen und befreite sich von allen materiellen Problemen. Jonkind wohnt mit der Familie seiner Wohltäterin zusammen in einem Nebengebäude des Schlosses. Von hier aus erkundet er die Gegend.
Jetzt, da er nicht mehr produzieren muss, beschäftigt sich der Maler begeistert mit den weiten Landschaften dieses unprätentiösen Landstrichs, über dem erhaben die Alpengipfel thronen. Wer diese Gegend entdeckt, staunt oft, dass es zwischen Lyon und Grenoble solch ein Tal gibt. Dieses Tal kennt kaum jemand. John Kind wanderte viel. Er kam vermutlich nicht über die Ebene hierher, was die leichtere Route ist, sondern über die Hügel und die kleinen Täler. Dort gibt es Schluchten und wilde Bäche. Und wenn man auf einem dieser Hügel steht, schaut man auf alle Berge rundherum. Man sieht den Vercors, man sieht die Chartreuse. Und von etwas weiter oben sieht man sogar die Schweiz. So hatte er ständig eine neue Landschaft vor Augen. Es heißt, wenn er eine Landschaft sah, die ihm gefiel, holte er sein Aquarellheft hervor, spuckte in die Hand, verteilte darauf wie auf einer Palette seine Farben und nach einer Viertelstunde war ein Aquarell fertig. Die offenen Räume faszinieren den Maler. Sie spornen ihn in seiner Kreativität an. Und so kehrt er nun jeden Sommer in diesen Winkel der Dauphiné zurück. Allmählich schafft er hier die Grundlagen für eine Malerei, die sich ganz und gar nach seiner sinnlichen Wahrnehmung der Landschaft richtet. Durch die Fahrten zwischen seinem Pariser Atelier und der Dauphiné findet John Kind auch zu dem Grundpfeiler seiner neuen Bildersprache. Die Eisenbahn, Revolution der Verkehrstechnik im ausgehenden 19. Jahrhundert, offenbart ihm die Bedeutung der Bewegung. Im Zug machte er die Erfahrung, die Dinge nur ganz flüchtig zu sehen. Die Landschaften zogen rasend schnell an ihm vorbei. Er bekam nur eine Ahnung von ihnen. Er schreibt: Im Fensterrahmen des Wagens zogen mehr als 1000 Gemälde blitzschnell vorbei, eines umgehend vom nächsten ausgelöscht. Und auf der Rückfahrt sah ich sie erneut, doch in einem anderen Licht waren es wieder andere Gemälde. Ich verstand, dass man so malen musste. Der flüchtige Eindruck auf der Netzhaut genügt. Die Idee der Malerei in Bewegung, die die Impressionisten einige Jahre später zum Leitsatz erhoben, verwandelt Jonkins Gemälde grundlegend. In seinen Landschaften ist das Licht flirrend, die Konturen verschwimmen. Die Entwicklung der Eisenbahn, die Rundungen der Lokomotiven, die Kurven der Gleise werden ihrerseits zum Motiv. 1878 beschließt der Maler, sich ganz in der Dauphiné niederzulassen und sein künstlerisches Experimentieren fortzusetzen. Er zieht in das Dorf La Côte-Saint-André, wo er sich mit Vergnügen und das Volk mischt. Vor allem Alltagsszenen begeistern ihn. Quirliges Leben, das ihn auf der Suche nach der vollkommenen Bewegung bereichert. Ende des 19. Jahrhunderts war La Côte-Saint-André ein lebendiger Marktflecken. Es gab viele Märkte, zum Beispiel einen Viehmarkt. Es gab auch einen großen festen Markt. Die Markthalle ist mit 2000 Quadratmetern riesig. So kamen immer viele Bauern hierher. John Kind liebte das Volk. Er war groß, blond, mit blauen Augen. Man hätte ihn für einen Preußen halten können. Dann dieser starke Akzent. Vielleicht lag es daran, dass er so freundlich war. Jedenfalls mochten ihn hier alle und nannten ihn Jonquille, Osterglocke. Leute, die ihn erlebt haben, erzählten, am Nationalfeiertag habe John Kind mit ihnen die Marseillaise gesungen, mit seinem Akzent. Auf dem Boulle-Platz verbrachte er immer einige Zeit und er zeichnete auch die Spieler.
Von den Szenen des Dorflebens machte er oft Aquarelle. Das waren nicht unbedingt Skizzen für seine Gemälde. Er zeichnete diese kleinen Augenblicke des Glücks nur für sich, behielt die Zeichnungen auch und verkaufte sie nicht. Die Aquarelle hatten Farbtupfer hier und da, aber immer war viel Bewegung drin. Besonders die Volkstänze regen den Maler dazu an, seinen Pinsel zu schwingen. Tanz und Musik sind die Seele der Dauphiné. Jeongkind hat diese Feste wohl so oft gezeichnet, weil sie so fröhlich waren, weil hier zusammen gefeiert wurde. Dieses Polka-Aquarell mag ich sehr. Ich höre fast die Musik. Man spürt das Leben. Es ist, als würden sie gleich anfangen, sich zu bewegen, wie Aufziehpüppchen, die tanzen. Im Lauf dieses letzten Jahrzehnts in der Dauphiné werden Jeongkins Arbeiten immer sparsamer. Zu Füßen von La Côte-Saint-André breitet sich die Bièvre-Ebene aus. Die Geometrie der landwirtschaftlichen Flächen und der schier unendliche Horizont geben dem Maler Raum für die Leere. So eine Landschaft könnte man uninteressant finden. Aber man sieht sehr viel, wenn man genau hinschaut. So wie ein Greifvogel, der darüber fliegt und dem nichts entgeht. Ich übertreibe ein bisschen, aber all diese Formen waren für ihn vielleicht Boote oder große Segelschiffe aus der Ferne. Zu Beginn seiner Laufbahn malte Jeongkind Ansichten von Paris, wo es von idyllischen Motiven nur so wimmelt. Hier erreicht er jetzt die perfekte Schlichtheit in seinem Strich. Er musste nichts mehr beweisen, das war großartig. Denn so malte er aus seinem Herzen heraus. Nichts konnte falsch sein. Er stenografierte die Natur. Er hielt sich nicht mehr mit Details auf, er kam zum Wesentlichen. 3, 4 Weinstöcke auf einem Hang, in der Ferne ein Baum. Das war seine Sichtweise am Ende seines Lebens. Das erinnert an japanische Maler wie Hokusai. Der sagte, ich werde eine Linie zeichnen und die wird das Leben sein. Diese Malerei ist Ausdruck dieser Freiheit. Man muss etwas wagen. Das ist das Markenzeichen der Großen. Jeongkind erreicht eine Art künstlerischen Frieden, eine Gegenkraft zu der Unruhe, die seinen Geist ständig umtreibt. Nach einigen Anfällen geistiger Umnachtung wird er in ein Krankenhaus bei Grenoble eingewiesen, wo er 1891 stirbt. Der Maler, der sich selbst als Bauer aus der Dauphiné bezeichnete, wird in La Côte-Saint-André beigesetzt, in der Landschaft und bei den Menschen, die ihn geprägt haben. Die Dauphiné hat ihn zur vollen Reife gebracht. Er wusste endlich, wer er war. Hier war er im Einklang mit den Elementen, aber auch mit den Menschen. Er schuf sich hier eine Familie und die Dauphiné ist ihm zur Heimat geworden. Im folgenden Jahrhundert wird Jeongkins künstlerische Größe von der Revolution des Impressionismus überrollt. Welch Ironie des Schicksals, er selbst hatte sie mit initiiert. Inzwischen hat die Kunstgeschichte ihn rehabilitiert und ihm seinen verdienten Platz in der Entwicklung der modernen Malerei zurückgegeben. Wissen Sie, woher die Dauphiné ihren Namen hat? In kaum zu glauben erfahren Sie es. Gibt es in der Dauphiné Delfine? In dieser Region am Fuße der Alpen schwer vorstellbar. Würde ein Delfin die Pisten hinabdüsen? Oder wie Jean-Claude Duss im Sessellift feststecken? Nein, trotzdem befindet sich im Wappen der Dauphiné ein Delfin. Aber was hat er dort zu suchen? Die Dauphiné liegt nahe der Alpen.
aber auch nahe der Provence. Bevor beide Regionen an das Königreich Frankreich angeschlossen wurden, waren sie zwei eigenständige Nachbarstaaten. Und was grenzt im Süden an die Provence? Das Mittelmeer. Und im Mittelmeer findet man Delfine. Es ist anzunehmen, wenn auch nicht belegt, dass wegen der engen Verbindungen zwischen beiden Ländern der Delfin zum Symbol der Dauphiné wurde. Es könnte aber auch Heiratspolitik dahinter stecken. Graf Guigue III. Herrschte im Mittelalter über das Gebiet und ehelichte Mathilde, Tochter des Grafen von Sizilien. Auf dem Wappen seiner Grafschaft ist ein Delfin abgebildet. Mathilde könnte ihr Wappen importiert haben und Guigues ferner Nachfolger Guigue VIII. Besaß einen Ring, den ein Delfin ziert. Es mag heute seltsam erscheinen, aber im Mittelalter war Dauphin, also Delfin, ein Vorname. Die weibliche Version Delfin gibt es in Frankreich heute noch. Und wo wir schon bei Vornamen sind, in der Region ist man nicht gerade einfallsreich. Alle Grafen hießen Guigue. Guigue I, Guigue II, III und so weiter. Und Dauphin war häufig der zweite Vorname. Er hat sich im weiteren Sinne als Name für einen Grafen eingebürgert, aber auch für die Grafschaft. Man sagte nicht mehr Graf, sondern Dauphin. Und anstelle von Grafschaft Dauphiné. Als Frankreich die Region annektierte, übernahm man auch den Dauphin als Bezeichnung für den Thronfolger. Später dann für potenzielle Anwärter für die Miss France oder einen Parteivorsitz. Seltsamerweise wurde der Vorname Dauphin bislang nicht mehr vergeben. Den Frühaufstehern gehört bekanntlich die Welt. Und im indischen Bundesstaat Tamil Nadu gehört sie den Frühaufsteherinnen. Wie sie sich mit Zeichnungen die Welt aneignen, erfahren Sie jetzt. Man muss früh aufstehen, vor 6 Uhr. Daran habe ich mich von klein auf gewöhnt. Meine Mutter und meine Großmutter haben mir das Kolam-Malen beigebracht. Wir tun das nicht nur, um unser Haus zu schmücken, sondern damit unsere 330 Millionen Gottheiten uns beschützen. Ein Kolam ist ein Labyrinth aus geometrischen Formen. Der Name kommt aus dem Tamilischen und bedeutet sowohl Umriss als auch Schönheit. Das Anfertigen der Muster aus Reismehl ist den Frauen vorbehalten. Tag für Tag zeichnen sie sie neu, bei Sonnenaufgang oder in der Dämmerung, und setzen auf diese Weise eine uralte Tradition fort. Der Kolam ist jedoch mehr als eine tägliche Pflicht. Das Zeichnen stellt für die Frauen eine Art Ventil in einem anstrengenden Alltag dar und hat manchmal sogar eine emanzipatorische Wirkung. Tamil Nadu, eine ländliche Region mit Reisfeldern und Palmenhainen, ist von Spiritualität durchdrungen. In jedem kleinen Dorf gibt es Tempel, so wie diesen in Ayampettai. Die Gläubigen, vor allem Frauen, besuchen ihn regelmäßig, um das Wohlwollen der Gottheiten zu erbitten und den bösen Blick fernzuhalten. Ich bin gekommen, weil heute Samstag ist. Das ist ein Glückstag. Lakshmi ist die Göttin des Wohlstands und die Frau von Vishnu. Ich komme immer samstags, um sie zu besuchen und zu ihr zu beten. Dass es Frauen zusteht, bei den Göttern das Wohlergehen des Hauses zu erbitten, ist tief in der tamilischen Tradition verwurzelt. Es heißt sogar, dass Frauen während der vedischen Zeit vor mehr als 3000 Jahren einen fast gottgleichen Status genossen. Wir wenden uns vorrangig an drei Gottheiten, Saraswati, Lakshmi und Parvati. Zu Saraswati beten wir für eine erfolgreiche Ausbildung, Lakshmi bitten wir um Wohlstand und Parvati um Mut. Ohne diese drei Gottheiten würden wir kein gutes Leben führen. Ein Kolam ist eine von unzähligen Formen der Opfergaben, die die Puja begleiten. Eine Ehrung der Gottheiten, um ihre Aufmerksamkeit zu erhalten.
Ich habe Blumen aus meinem Garten mitgebracht, um die Puja zu machen. Ich vertraue den Göttern alle meine Gedanken an. Wenn ich bete, sage ich alles, was mir auf der Seele brennt. Und dann bitte ich sie, meine Wünsche zu erfüllen. Mit seinen geraden Linien, seinen Kurven und Arabesken erinnert der Kolam an die hinduistische Vision des Kosmos. Überall im Tamilenland entsteht Schönheit aus Ordnung und Harmonie, von der strengen Symmetrie der Tempel bis hin zu den geometrischen Formen der Felder. Kurz nach Sonnenaufgang, in der Stunde der Götter, reinigt man den Boden des Hauses mit viel Wasser. Wenn man Tag für Tag Kolams zeichnet, zeigt man damit, dass man ein gutes und glückliches Leben hat und sich gut um sein Zuhause kümmert. In einer ultrapatriarchalischen Gesellschaft, in der die meisten Frauen in arrangierten Ehen leben, müssen sie schon in jungen Jahren neben der Arbeit auf dem Feld noch den Haushalt führen. Und wenn sie heiraten, werden sie auch danach beurteilt, ob sie die Kolam-Tradition praktizieren, die von Mutter zu Tochter weitergegeben wird. Ich habe zwei Jungs. Ihnen kann ich diesen Brauch nicht beibringen. Aber in meiner Familie unterweise ich die Töchter meiner Schwester und meines Bruders in der Kunst der Kolams. Doch manche empfinden diesen Akt der Hingabe an die Götter, der in gebückter Haltung am Boden ausgeführt wird, auch als sehr beruhigend. Für uns Frauen ist das unser Moment. Wir müssen viele Dinge bewältigen, haben viele Sorgen im Kopf. Aber wenn wir einen Kolam zeichnen, ist das wie Meditation. Eine Figur zu entwerfen, erfordert viel Konzentration. Es hilft uns, den Tag gut zu beginnen und uns so gut wie möglich auf die Schwierigkeiten vorzubereiten, die tagsüber auf uns zukommen können. Das Ritual wird bereits in der Sangam-Literatur vor ungefähr 2000 Jahren erwähnt, den frühesten Sammlungen poetischer Werke in tamilischer Sprache. Seitdem wird es mündlich überliefert oder durch sorgfältig erhaltene Zeichnungen, wie bei Abiramis Nachbarin. Diese Kolams wurden von ihrer Mutter angefertigt. Sie ist heute 75 und hat nie studiert. Die Zeichnungen sehen wirklich schwierig aus. Sie basieren auf zahllosen Knoten. Und auch wenn sie nicht studiert hat, kann man sehen, dass sie auf die Mathematik zurückgreift. Denn man muss die Zahl der zu verbindenden Punkte berechnen und dann aus diesen Verbindungslinien geometrische Formen zeichnen. Um so etwas hinzubekommen, braucht man eine Menge logisches Denkvermögen. Doch dieses wahre Kunstwerk aus Reismehl hält nicht länger als eine Morgendämmerung. Bald wird es von den Schritten der Passanten fortgetragen, vom Wind verwischt oder von Tieren aufgepickt. Hier in Tamil Nadu machen wir nichts ohne Reis. Er dient nicht nur uns Menschen als Nahrung, sondern auch allen Lebewesen um uns herum. Und wenn Fliegen oder Ameisen das Reismehl fressen, ist das gut für unser Karma. In dieser Region, in der Reis Glück und Wohlstand symbolisiert, sagen die Frauen gerne, dass sie die Figuren anfertigen, um Tausende von Seelen zu ernähren. Doch im Zuge der Urbanisierung in Tamil Nadu sind in den letzten Jahrzehnten vielerorts die Reisfelder Siedlungen gewichen. Viele Bäuerinnen sind zur Landflucht gezwungen und ziehen in die Armenviertel, wie hier nach Jivanaga in Trichy. Auf dem Asphalt führen sie die Kunst des Kolam fort. Doch hier vermischt sich das Spirituelle mit dem Profanen.
vor allem bei den Wettbewerben, die das Holy Cross Radio organisiert. Neuerdings werden mineralische Stoffe wie Quarz oder Kreide mit Glitzerpulver und Farbpigmenten vermischt. Normalerweise brauchen Sie knapp 10 Minuten, um den Boden sauber zu machen und einen Kolam zu zeichnen. Aber für besondere Anlässe nehmen Sie sich mehr Zeit, fertigen ein aufwendiges Muster an und verwenden dafür viele Farben. Je bunter ein Kolam ist, desto mehr Blicke zieht er auf sich. Und wie man sehen kann, verwenden Sie sehr kräftige Farben, um die Aufmerksamkeit der Leute darauf zu lenken. Die meisten von ihnen sind Hausfrauen. Sie haben keine Zeit zum Fernsehen, aber beim Kochen können sie Radio hören. Unser Sender legt den Schwerpunkt auf Informationen, die die Frauen in ihrer Eigenständigkeit bestärken und über verschiedene Themen aufklären, zum Beispiel über Moskitos. Wir versuchen, Sendungen zu produzieren, die von diesen Frauen für Frauen gemacht werden. Warum haben Sie diese Zeichnung gemacht? Heute ist der erste Geburtstag meines Kindes und mit diesem Kolam will ich ihm alles Gute wünschen. Es ist erstaunlich, wie anders diese Zeichnung hier ist und wie kreativ die Frauen sind. Sie drücken mit dieser Kunstform einen Wunsch aus, in diesem Fall einen Geburtstagswunsch. Es ist wirklich ein besonderes Muster. Wir lieben es, was diese Frauen hier machen. Weiter nördlich an der Koromandelküste ist die ehemalige Handelsniederlassung Pondicherry heute zur kulturellen Hochburg in Tamil Nadu geworden. Hier gibt es Kunst an jeder Straßenecke. Zwischen den Kolonialbauten im französischen Viertel, entlang der Strandpromenade bis hin zum weitläufigen Gandhi-Park. Immer mehr Frauen leben heute in den Städten, gehen einer Arbeit nach und haben kaum noch Zeit, vor ihrem Haus Kolams zu zeichnen. Außerdem leben wir auch immer mehr in Wohnungen. Und so verliert sich die Tradition der Kolams, wie sie früher in den Dörfern existiert hat, wo jeder ein eigenes Haus hatte. Heute findet sie daher im öffentlichen Raum Ausdruck. Dass das Malen von Kolams den privaten Bereich verlassen und inzwischen im öffentlichen Raum angekommen ist, symbolisiert die Selbstbehauptung der Frau. Heute hat die Frau die Möglichkeit, ihrem Talent, ihrer Kunst Ausdruck zu verleihen und auf diese Weise eine gewisse Anerkennung zu erlangen. Für die Frauen aus der Mittelschicht ist diese Fertigkeit inzwischen eine eigene Kunstform, die sie Besuchern aus aller Welt näher bringen. Wer meinen Kolam anschaut, kann darin erkennen, wie ich mich gerade fühle. Ob ich fröhlich, traurig oder verärgert bin. Wenn ich fröhlich bin, zeichne ich ein schönes Muster. Wenn ich traurig bin, male ich meinen Kolam ohne bunte Farben. Und heute? Bin ich fröhlich. Für Lakshmi und Hema, die im französisch-indischen Kulturzentrum Workshops anbieten, dient diese ursprünglich häusliche Tätigkeit inzwischen der Selbstentfaltung. Ich bin in einem Dorf geboren und komme aus einer einfachen, sehr strengen Familie. Der Kolam morgens und abends ist dort die einzige Zeit, in der wir uns mit den Nachbarinnen unterhalten können. Nach meiner Heirat hat mein Mann mir einige Freiräume zugestanden. Er hat mich ermutigt, meiner Kunst Ausdruck zu verleihen. Als ich die Frauen des Kulturzentrums kennengelernt habe, haben sie meine Kunstfertigkeit gesehen und mir angeboten, Workshops zu geben. Inzwischen kennen mich immer mehr Leute und ich bin nicht mehr so schüchtern, sondern viel selbstbewusster.
Heute bin ich eine unabhängige Frau. Der Kolam, ursprünglich eng mit der Anbetung der Götter und des Hausherrn verbunden, bietet den Frauen heute eine Gelegenheit, der Welt auf Augenhöhe zu begegnen. Nicht jeder von uns ist ein Zeichentalent oder ein Kochtalent. Heute zeigen wir Ihnen ein ganz einfaches Rezept. Das Fischgericht Chaime haben die sephardischen Juden von Marokko nach Israel gebracht. Elia erwartet uns jetzt in Tel Aviv. Wir werden hier Gewürze kaufen. Hallo, wir werden heute gefilmt. Hier gibt es wundervolle Gewürze. Wir brauchen Kurkuma und süßes Paprikapulver. Süße marokkanische Paprika, in Öl eingelegt, für unser Chaime. Die Aussprache üben wir später. Paprika muss unbedingt hinein, weil es eine rote Soße ist. Jetzt kaufen wir den Fisch. Er ist die Hauptzutat. Er darf nicht fehlen. Gut, sie haben geöffnet. Auf geht's. Ich nehme am liebsten weißen Fisch. Am besten kaufen wir einen ganzen und lassen ihn gleich ausnehmen. Ich heiße Elia. Wir sind in Tel Aviv und kochen heute ein traditionelles israelisches Gericht, das aus Nordafrika stammt. Chaime. Ich hoffe, das könnt ihr aussprechen. Es kommt von weit hinten aus dem Rachen. Chaime. Ich höre mein Baby. Klar, du willst zu uns. Ich hole sie gleich. Aber zuerst grillen wir die Paprika und die Chilischote. Ich lege sie auf den Rost, schalte den Herd an und hole das Baby. Komm her, meine Süße. You sweetie. You big sweetie. Ugh. You wanna be here too? Und du, kommst du auch zu uns? Okay, du kommst hier hin. Gut. Zuerst schneide ich die Zwiebeln. Achte darauf, dass Kinderfinger schön weit weg sind. Oh, es ist schwarz. Du hast recht. Wir schalten den Herd aus. Die Schale muss dunkel werden. Das ist sie. Mein Sous-Chef. Die grüne Chilischote ist ein bisschen angebrannt. Sie soll nicht zu sehr verbrennen. Legen wir sie mal hier hin. Jetzt gebe ich Olivenöl in die Pfanne. Dann kommen Zwiebel und Knoblauch hinein. Wenn sie goldbraun sind, kommen unsere Gewürze dazu. Solange das in der Pfanne brät, schneide ich die Tomaten. Und ein Teelöffel Tomatenmark kommt auch dazu. Es sollte nicht zu stark erhitzt werden, damit es nicht anbrennt. Die Tomaten sorgen für die nötige Feuchtigkeit. Dann kommt die Chilischote. Ich gebe nicht alles hinein, aber die Kerne schon, weil wir es gern scharf mögen. Aber das kann jeder selbst dosieren. Und danach nicht das Baby anfassen, okay? Ich gebe noch Wasser dazu, weil es eine Weile köcheln muss. Feuer? Nein. Der Saft in den Tomaten reicht nicht ganz, um es so durchzukochen, wie wir wollen. Ein anderes Gewürz, das ich euch heute zeigen will, ist eingelegte Zitrone. Ich gebe etwa 1,5 Teelöffel dazu, je nachdem, wie kräftig sie sind und wie ihr es mögt. Wenn ihr keine habt, macht das nichts. Es geht auch ohne. Ich kann leider die Sprache nicht verstehen, die du sprichst. Es muss noch 5 Minuten köcheln. In der Zeit werde ich mich mal um meine Kinder kümmern.
mein kleiner Fisch. Was willst du, mein Baby? Okay, du bekommst Reis. Kein Fisch ohne Reis. Und hier der Fisch. In Israel sagen wir Bete Avon. Das heißt guten Appetit. Schmeckt's gut? Na klar ist es gut. Ich hab's doch gekocht. Wie so viele habe auch ich bei Bambi geweint. Vielleicht war es sogar mein erster Kinofilm. Wir folgen jetzt Bambis Spuren, doch nicht in die USA, sondern nach Patagonien. Warum? Das ist die kuriose Geschichte. Es ist ein filmreifes Universum, irgendwo zwischen Harry Potter und Herr der Ringe. Wenige Kilometer von Bariloche und seinen schicken Wintersportorten liegt die Peninsula de Quetriue, ein Juwel im Norden Patagoniens. Tausende Besucher wagen sich auf die oft stürmischen Gewässer des Nahuel-Huapi-Sees, um in einen außergewöhnlichen Nationalpark zu gelangen, den Arayaneswald. Er trägt den Namen eines so seltenen wie kostbaren Baumes, der mit seinem zimtfarbenen, weit verzweigten und gedrehten Stamm das Symbol der Region ist. Die winzigen Blätter spielen mit den Sonnenstrahlen und setzen die Wanderer einem ständigen Wechsel von Licht und Schatten aus. Das grüne Schimmern sorgt für eine märchenhafte Stimmung. Doch der Arayaneswald birgt auch eine kuriose Geschichte. Sie handelt von einer ebenso kreativen wie politischen Reise, die am Anfang eines der größten Zeichentrickfilme des 20. Jahrhunderts stehen soll. Fabian Martinez Sicardi ist ein argentinischer Erfolgsautor aus Patagonien. Er kennt die Legenden der Region wie kein anderer und führt uns durch die verschlungenen Pfade des Waldes. Der Wald ist voller Geheimnisse. Es scheint hier zahllose versteckte Dinge zu geben, verborgene Tiere. Man weiß nie genau, wann sie auftauchen. Es ist so ein Ort, an dem man seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Durch diesen Wald soll 1941 ein gewisser Walt Disney gewandelt sein. Nach seinem weltweit erfolgreichen Film Schneewittchen von 1937 braucht der Erfinder von Mickey Mouse neue Inspiration. Der Zeichner hat sich hier mit Illustratoren aus der Gegend getroffen. Er wollte die argentinischen Künstler kennenlernen. Er ging sogar in eine Estancia, verkleidete sich als Gaucho. Er ritt aus und es gibt Fotografien, die ihn mit Mate-Tee zeigen, dem typisch argentinischen Getränk, das in den USA damals wahrscheinlich ganz unbekannt war. Er sieht sehr glücklich aus. Eine Holzhütte im Wald bietet dem Zeichner den idealen Rahmen zur Erholung. Wie passend, dass der Held seines nächsten Filmprojekts ein kleiner Hirsch ist. Denn den Arayanes-Nationalpark bevölkert eine der seltensten Arten in ganz Patagonien. Der Südandenhirsch, die kleine, unter Schutz stehende Hirschpopulation, ist hier in den 1940er Jahren weit verbreitet. Man erzählt, die gesamten Hintergründe aus Bambi seien vom Arayaneswald inspiriert. Besonders dank der Fotografien, die er hier geschossen hat. Hier habe er seine Ideen gesammelt. Mit Blick auf die Farbkontraste der Bäume zwischen dem Weiß und den hautfarbenen Rinden ist es leicht, sich vorzustellen, wie sich an einem magischen Ort wie diesem eine Geschichte wie Bambi abspielen könnte. Doch Walt Disneys Argentinien-Aufenthalt ist mehr als die Sehnsucht eines Künstlers nach Exotik. Die amerikanische Regierung hatte Walt Disney zu der Reise eingeladen, ihn sozusagen angestiftet, hierher zu kommen. Denn sie wollte ihren Einfluss in Lateinamerika ausweiten. Der Zweite Weltkrieg war in vollem Gange und die USA waren angesichts der argentinischen Neutralität äußerst besorgt. Hinzu kam die Nähe von Ländern wie Brasilien oder Argentinien zu den Achsenmächten. In diesen Ländern gibt es relativ große deutsche Minderheiten. In den 1940er Jahren verkehren die Nachfahren der deutschen Kolonisten in Argentinien in mächtigen Kreisen. Seit der Machtergreifung der Nazis
verhindern mehrere unter ihnen jede Annäherung an die USA. Walt Disney, der sich auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit befindet, scheint für die USA das perfekte Soft-Power-Instrument. Umso mehr, als die vorigen kulturellen Annäherungsversuche an die Nachbarn im Süden allesamt gescheitert sind. Sie hatten schon ein paar Versuche unternommen, insbesondere mit einem amerikanischen Musicalfilm namens Argentine Nights. Am Abend der Premiere in Buenos Aires musste die Polizei gerufen werden, damit die Zuschauer nicht das Kino dem Erdboden gleichmachten. Der Film zeigte kubanische Tänzer und sie trugen Farben und Gewänder, die rein gar nichts mit der argentinischen Kultur zu tun hatten. Das hatte die Argentinier sehr verletzt und zu einer tiefen Ablehnung der USA geführt. Aber Walt Disney eilt seinem Land nicht nur als Patriot zur Hilfe. Seit der Errichtung der gigantischen Burbank-Studios befindet er sich finanziell in einer heiklen Lage. Er hat sein Unternehmen unkontrolliert wachsen lassen. Er hat zahlreiche Illustratoren eingestellt, die sich dann zusammengeschlossen haben. Disney sah sich nun einer Gewerkschaftsfront gegenüber und Banken, die ihm keine Kredite mehr geben wollten. Diesen Zeitpunkt nutzt die amerikanische Regierung für ihr Angebot, ihn finanziell zu unterstützen, im Austausch gegen seine diplomatische Geste als beliebter und von den Lateinamerikanern hochgeschätzter Unterhaltungskünstler. 2 Monate nach Walt Disneys Besuch in Argentinien treten die USA in den Krieg ein. Das lange Zeit neutral gebliebene Argentinien schließt sich im Januar 1944 den Alliierten an. Seitdem brüstet sich das Land mit der Freundschaft zu einem der beliebtesten Amerikaner des 20. Jahrhunderts und damit am Anfang des Erfolgsfilms Bambi zu stehen. Doch für unseren Autor ist diese Geschichte ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Wir wissen heute, dass die Vorstellung, dieser Wald habe Walt Disney zu Bambi inspiriert, nur ein Mythos ist. Denn erstens kam der Film 1942 in die Kinos und die Produktion lief zur Zeit von Disneys Reise 1941 schon seit langem. Und dann haben wir keine Beweise dafür, dass er in diesen Teil des Landes gereist ist. Er soll in der Provinz Buenos Aires geblieben sein. Aber die besten Legenden sind immer jene, an die man glauben möchte, an die es Spaß macht zu glauben. Ich glaube, dass wer auf diesen Wegen hier herumläuft, sich wirklich wie im Film fühlt. Später kehrt Disney nach Argentinien zurück und nimmt verschiedene kulturelle Aspekte in seine Arbeit auf. Zum Beispiel tritt Goofy in einigen Folgen als Gaucho auf. Und was soll's, wenn Bambis Umgebung eigentlich von den Wäldern Neuenglands inspiriert gewesen ist? Indem es den Besuch zu seinem Vorteil ausgelegt hat, hat Argentinien seinerseits Softpower ausgeübt und eine Geschichte geschrieben, die den schönsten Walt Disney-Märchen ebenbürtig ist. Jetzt lösen wir das Rätsel auf. Warum wurden die bretonischen Zwiebelverkäufer in Großbritannien Johnnies genannt? Nun, wegen ihres Vornamens. Anfang des 19. Jahrhunderts überqueren viele Bauern den Ärmelkanal, um die typisch bretonischen Roscoff-Zwiebeln zu verkaufen. Diese Männer hießen nicht Johnny, sondern oft Jan oder Yannick. Das sind bretonische Varianten des französischen Jean. Und das wiederum ist John auf Englisch und im Plural ergibt das Johnnies. So wurde aus Yannick also Johnny. Die Zwiebeln heißen aber immer noch Zwiebeln. Sie können unsere 4 Reisen in den sozialen Netzwerken kommentieren. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Bis morgen. A bientôt.